Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Spiel Witch Hunt. Das ist ja jetzt aus dem Early Access raus, seit Anfang September, glaube ich. Wir werden es jetzt mal spielen. Ich bin nur mal kurz ins Spiel rein, um die Mausempfindlichkeit anzupassen. Die müsste jetzt so passen. Dann starten wir jetzt mal. Als Dämonen meine Familie abschlachteten, beschloss ich mein Leben dem Kampf gegen das Böse zu widmen. Zuerst war ich durch Rache motiviert, aber dann habe ich einen Mann getroffen, der mir den richtigen Weg gezeigt hat. Ich ging sofort in diese Stadt. Etwas Großes griff mich auf meinem Weg nach Belleville an. Ich konnte es abschrecken, aber mein Pferd lief mit den meisten meiner Vorräte davon. Zum Glück konnte ich zu Fuß in die Stadt kommen. Okay, wir haben jetzt unser Pferd verloren. Die Dämonen, also dann sind wir jetzt hier irgend so ein Dämonenjäger. Hier ist die Stadt und da müsste der Wald sein. Okay, man sieht es an der Gesundheit, dass die jetzt ein bisschen runter ist. Also ich denke, dass wir angeschlagen sind. Hier hängt jemand am Galgen. Kann man jetzt aber leider nichts andrücken. Stellen wir uns mal ein bisschen hier in der Stadt umschauen. Gesperrt. Okay, gesperrt. Vielleicht kommen wir hier dann im Nachhinein vom Spiel, im weiteren Spielverlauf nochmal hier rein. So, hier kommen wir auch nicht rein. Na, hier drüben steht einer. Hey, ich glaube, ich habe, was Sie brauchen. Das ist ein Händler. Das ist sehr gut. Was hat der alles im Angebot? Silberkugeln, Wächtertotem. Wenn du dieses Totem platzierst, wird es mit Blick auf die Richtung einer Kreatur, die du brauchst, platziert. So, nur für einen einmaligen Gebrauch. Wir haben aber leider die Münzen nicht. Wir haben nur 50. Nur zum einmal Gebrauch, Standardradius, Standardblitzschaden, ein Kruzifix braucht 3 Sekunden, nachdem du es platziert hast, um funktionieren. Kruzifix jedes Mal, wenn du 10 Kreaturen tötest. Ah, okay. So. Silberkugeln. Wo sehe ich jetzt? Ah, wir gehen jetzt erstmal hier ins Inventar. Was haben wir hier alles? Wir haben Dunkelheitssinn. Gibt dir die passive Fähigkeit, die Anwesenheit von mächtigen Kreaturen zu spüren. Der Dunkelheitserfassungsradius beträgt 500 Meter. Das haben wir. Und wir haben den bösen Blick. Gibt dir die Fähigkeit, durch die Augen der Kreatur zu sehen, die du suchst. Verbraucht 50 Mana. Wie viel haben wir? 80. Dann hätten wir noch 30. Ne, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Wo sehe ich jetzt hier, wie viel Munition ich habe? Okay, ich glaube, das sehen wir überhaupt nicht. Tipps. Das Spiel speichert jedes Mal automatisch, wenn du den Standort wechselst. Waffen wechseln, um schnelles nachzuladen. Okay, man sieht jetzt hier unten, dass die unsere Gesundheit in der Stadt wieder regeneriert. So, ich werde ja trotzdem was kaufen von ihm. Was können wir uns leisten? Eisenbeine. Du erhältst keinen Fallschaden mehr. 20. Okay, wenn wir von hohen runterfallen, dann glaube ich, dann werden wir das auf jeden Fall benutzen. Drücke irgendeinen Knopf. So, jetzt weiß ich aber halt natürlich nicht, wie viel Munition ich überhaupt habe. Schlosspistolen verwendet werden können. Das ist ja eine Muskete, die was wir hier haben. Zufällig Steinschlossmuskete. Genau. Aber die Munition sehen wir leider nicht. Das ist natürlich jetzt Glück gemacht. Vielleicht haben wir überhaupt keine Kugeln. Ja, dann werden wir jetzt mal 5 Kugeln kaufen. Geld haben wir ja noch. 15. Nochmal. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Dietrich, wir haben einen Dietrich. Ach, hier oben steht es, bin ich blöd. Silberkugeln, ja. Wächtertotems. Wir können also nur 20 Kugeln mitnehmen. Das ist ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wie das mit den Feinden ist, wie viele Kreaturen hier auf einmal auf einen zukommen. Leichte Stiefel. Okay. Dann können wir uns jetzt hier nichts mehr holen. Oh, kriege ich gleich Gänsehaut hier vor dem Geräusch. Warum?
Was ist das? Halbpflanze verzehren. Okay, heilen wir uns auf Gesundheit. Ist es egal, wie viel Gesundheit wir dann haben? Heilt es uns immer auf 100? Das weiß man natürlich jetzt nicht. Kann man hier drüber springen? Nein. Aber der Zaun ist doch nicht so hoch. So, was kann man jetzt in der Stadt hier noch anschauen? Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Da ist ja alles gesperrt. Gesperrt. Scheint so, als ob alles gesperrt ist hier in der Stadt. Gesperrt, gesperrt. War ich jetzt an den Häuser hier überhaupt schon? Okay, hier ist der Händler. Auch gesperrt. Was ist das? Ein Gasthaus? Ah. So, komm, mach auf. Keiner daheim. Hey. Näher zurücklaufen, du könntest eigentlich schon mal die Tür aufmachen. Also hier vorne kann man jetzt, so wie es ausschaut, überhaupt nichts machen. Wir werden jetzt mal hier zu der Kirche gehen, weil hier brennt Licht. Vielleicht kommen wir hier rein. Was war jetzt das? Was ist denn das hier jetzt? Speichern. Ach, speichern kostet auch Mana. Das ist ja... Leute, ich habe nur 80. Entsperren 30%. Wie nur 30%? Da ist ein Toilettenhäuschen. Tür öffnen. Ah, wir sind in der Kirche. You're probably looking for Father Ludwig. Wahrscheinlich Father Ludwig. Unfortunately, leider wurde er von dieser abscheulichen Bestie getötet. That's why I'm deshalb kümmere ich mich um die Kirche. I can provide medical help if you need it. Hilfe leisten, wenn Sie sie brauchen. Nee, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich hoffe aber jetzt auch wirklich, dass diese Pflanzen wieder nachwachsen. Weil nicht, dass ich die überhaupt nicht nehmen kann. Dass die irgendwann dann aufgebraucht sind. Muss ich immer zu denen hier laufen. Die kann man nicht benutzen. So, das war anscheinend schon alles in der Kirche. Jetzt schauen wir mal, was hier oben noch alles ist. Leute, ich habe Gänsehaut. So, wir werden auf jeden Fall erstmal von hier. Was war jetzt das für ein Vieh hier? Okay, hier haben wir wieder Halbpflanzen. Also das heißt, das Geräusch kommt immer nur, wenn Halbpflanzen in der Nähe sind. Was ist denn hier drin? Entsperren? Haben wir unseren Dietrich hier kaputt gemacht. Kommen wir da anders da nicht rein? Ne? So, wo kriegen wir jetzt einen Dietrich her? Weil vor dem Händler habe ich jetzt keinen Dietrich gesehen. Was ist denn das hier drüben? Das ist ein Hirsch? Oh, was liegt denn hier? Das schaut auf jeden Fall nicht aus wie eine hier, die was hier aus dem Dorf kommt. Aufheben. Ah, so bekommen wir Geld. Okay, wir müssen Gegenstände aufheben, dass wir Geld bekommen. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen hier. Ah, da liegt noch einer. Und wie kann ich den aufheben? Muss ich das rausschöpfen? Den Eimer kann ich schon mal nicht benutzen. Und da komme ich auch nicht rein. Hier ist alles versperrt. Also ich glaube, man kann nur dort was benutzen, dort wo auch Licht brennt. Da war ein Pferd, wo kam das jetzt her? Gesperrt. Also ich hoffe mal schon, dass wir hier reinkommen. Ja. Ja, also wie gesagt, man kann nur dort was machen, wo auch jetzt nur, also wo es hell ist. Also jetzt zumindest zum Anfang gehe ich jetzt mal davon aus. Good evening, sir. Guten Abend, der Herr. As the mayor of Belleville, als der Bürgermeister von Belleville kann ich Ihnen garantieren, dass wir Sie unsere Stadt wirklich helfen können, Ihre Taten großzügig belohnt werden und Sie unsere ewige Dankbarkeit haben werden. Um in den Wald zu gelangen, müssen Sie über die Flussbrücke. Seien Sie vorsichtig, es wurden in diesen Wäldern unmutige Kreaturen gesichtet. Also haben wir es mit etwas viel Schlimmerem zu tun als mit einem wilden Tier.
And God viel Glück und möge Gott sie segnen. Okay, das war jetzt eine untote Kreatur hier vorne, diese Frau. Aber ich glaube, wir können jetzt hier auch nicht wirklich was machen. Nein. Hier ist auch gesperrt. Hast du denn vielleicht nochmal eine Karte oder irgendwas für mich? So, eine Karte haben wir nämlich nicht. So, jetzt gehen wir mal noch hier hinter, ob wir hier hinten irgendwas machen können. Oh, warum geht denn diese Gänsehaut nicht weg? Ah, hier ist gar keine Tür drin, hier ist offen. War das jetzt ich, oder? Ah ja, das war ich. So, hier kriegen wir nichts. Okay, was ist jetzt hier reingekommen? Ich sollte keine... Ja. Mein Gott, was ist denn jetzt hier drin? Kann ich meinen Säbel auch nicht benutzen? Nein. Da ist was zerbrochen. Was ist denn hier in dieser Kiste drin? Ich brauche Dietrich hier. Wo kriege ich jetzt einen Dietrich her? Aber ich weiß gar nicht, ob wir dann hier, wenn wir einen Dietrich hätten, auch überhaupt aussperren sollen. Ne, ich gehe jetzt hier erstmal weg. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Okay, hier sind auch wieder Heilpflanzen. So, warum kann ich überhaupt keinen Eimer aufnehmen, wenn ich damit ich... Weil ich gehe schon davon aus, dass ich das Wasser hier vorne ausschöpfen muss, dass ich an diesen Kelch oder was das ist komme. Das sind ja Goldstücke. Wir werden jetzt trotzdem mal in den Wald gehen. Wir werden uns die Spieße auf jeden Fall erstmal hier vorne im Wald anschauen. Zu den Wäldern reisen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wenn sich ein mächtiges Monster im Umkreis von 500 Metern befindet, kann ich seine Anwesenheit spüren. Man sagt, dass ich diese Fähigkeit besitze, weil das Blut eines Engels durch meine Adern fließt. Jage das Biest. Wir sollen also das Biest jagen. So, jetzt dürfte ich ja eigentlich meine Waffen benutzen, oder? Ja. Hier, das Pferd. Oh, da schaut das Auge raus. Untersuchen. Oh nein, Bella, ich hatte wirklich gehofft, dass du es geschafft hast, wegzulaufen. Ach, das ist also mein Pferd. Was liegt hier? Silberkugeln? Na, okay, die sind voll. Schauen wir mal weiter, was hier alles ist. Ach so, mit dem Ausrad kann man die Waffen wechseln. Mit F und dem Säbel. Mit F und dem Säbel. So, hier vorne leuchtet was. Steht da jemand oder ist es wie... Mein Gott. Ruhe. Tja, gute Frage. Ist das jetzt hier ein Bewohner oder bei dem Dorf? Aber der dreht uns den Rücken zu, oder? Ja, dann versuchen wir den jetzt erstmal leise, weil wie gesagt, man hat ja vorhin gesehen, dass der Schuss hier von der Waffe sehr laut ist und man unsere Position verrät. Nicht, dass er auf einmal, ich weiß nicht, ob das jetzt hier von... Aber ich glaube nicht, dass es jemand vor dem Dorf ist. Den werden wir jetzt mal leise hier mit dem Ding... Mein Gott! Hey! Das ist eine Hexe oder was? Also... Das ist auf jeden Fall kein Dorfbewohner. Mein Gott, hat das mich auf jeden Fall jetzt erschreckt. Münzen haben wir 43, Mana haben wir jetzt 100. Achso, das blaue hier war Mana, so wie es ausschaut. Speichern. Ne. Was heißt das?
Was war jetzt dieses Kartensymbol Symbol hier oben? Eine Karte haben wir ja keine bekommen. Ne. Keine Ahnung, was das war. Das war jetzt schon sehr erschreckend. Kann ja keiner wissen, dass das sich hier gleich umdreht. Was ist das jetzt? Der Wind? Können wir. Was ist das hier unten? Ist es das Gelbe, wo ich war? Ist es dieser Speicherpunkt? Bin ich schon wieder so weit gelaufen? Ja. Oh, mit diesen Geräuschen hier, da weiß man nicht, kommt jetzt hier einer? Sind es nur die Bäume, die hier so knarzen? Ja, das müsste das sein, wo wir vorhin waren. Hey. Was ist denn jetzt das hier? Ist hier noch ein Baum umgefallen oder hat ihn einer umgeschmissen jetzt? Ne, das schaut so aus, als ob der Baum von selber umgefallen ist. Achso, wir regenerieren uns auch hier im Wald von selber. Dauert halt jetzt was länger. Aber wir regenerieren uns. Ne, ich glaube, der Baum ist nur von so umgefallen. Die Geräusche hier können einen auf jeden Fall verrückt machen, weil man nicht weiß, was jetzt hier genau alles um sich herum passiert. Der Wald ist nämlich schon groß. Okay, hier hinten ist jetzt erstmal nichts. Wir werden jetzt erstmal hier runtergehen. Hey, waren jetzt hier gerade Schritte oder täusche ich mich da? Hier im Wald, glaube ich, finden wir erstmal hier nichts viel. Ich weiß ja nicht, wegen den Kreaturen, wie weit die jetzt hier im Wald verstreut sind. Nicht, dass auf einmal hier eine ganze Horde von denen kommt. Nee, aber das glaube ich nicht, oder? Was war jetzt das? Was war denn das jetzt für ein Tier? Oh mein Gott. Wo ist denn dieses Tier? Also so wie sich das anhört, ist es auf jeden Fall was Größeres und nicht nur hier wie so ein kleiner Wolf oder was? Bäume drin? Nee. Ja, aber das muss doch irgendwo hier sein. Das Geräusch kann doch nicht einfach nur durch den Wald schallen. Hey, ohne Scheiß, Leute. Wo ist denn dieses Vieh? Vor allem ohne Karte weiß man gar nicht hier, wo man hin muss. So, ich bin auf jeden Fall erst schon mal froh, dass es jetzt gerade noch hell ist und nicht dunkel. Also bei mir hier im realen Leben. In der Nacht möchte ich das jetzt wirklich nicht einmal spielen. Mein Gott. Habe ich den erwischt? Sind die Dinger hier so laut? Ja, bleib
das Mana jetzt weiter bestimmt. Oh, ich glaube, da kommt noch einer. Halt, ich muss ja nachladen. Ist ja nur Einzelschuss. Nee, schaut nicht so aus, als ob hier noch einer kommt. Kann es sein, dass ich mich jetzt gerade nur verhört habe, aber... Hey, irgendwas ist doch hier noch. Bin doch nicht taub. Ich glaube, das Mana bleibt bis zum nächsten Mal hier bei dem. Den muss ich mir dann auf jeden Fall noch merken. Ey. Wer redet denn hier? Das wird auf jeden Fall immer lauter. Kommt es näher? Also ich denke mir, dass es von der Richtung kommt, aber... Okay, es wird lauter. Es wird lauter. So, von wo kommt denn das jetzt? Oh, und auf jeden Fall muss ich sagen, hier diesen Horrorspiel der Extraklasse wirklich. Mein Gott, was war denn jetzt das? Was war jetzt das? Vor allem, was ist jetzt dieser Balken hier unten? Ich glaube, wir werden jetzt hier unseren ersten Marsch hier durch den Wald einmal abbrechen. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was das hier für ein gewesen sein soll. So, ich hoffe mal, dass das jetzt der Weg hier war, aber ich glaube schon. Ja, da vorne ist unser Speicherpunkt. Verfolgt werden wir ja nicht, oder? Nee. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal in die Stadt zurückgehen. Ich hoffe, dass ich jetzt mit irgendjemand neu sprechen kann. Na. Was ist denn das hier alles? Nee. So, was ist hier? Ja, da liegt mein Pferd. So, verfolgt hat uns niemand. Jetzt schnell in die Stadt. Reise nach Belleville. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das Spiel speichert jedes Mal automatisch, wenn du den Standort wechselst. Okay, dann brauchen wir jetzt das Mana eigentlich schon mal gar nicht einsetzen. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall speichern. Also das müssen wir jetzt speichern. Ja, schaut so aus. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in Folge 2 wieder hier zu dem Horrorspiel Witcher. So, Gänsehaut pur auf jeden Fall garantiert. Also ich weiß nicht, wenn ihr zuschaut, aber für, wenn man es selber spielt, wirklich Gänsehaut pur. So, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.